Wenn mich jemand bittet, dein Statement zum Begriff Cancel Culture abzugeben, dann ist das nicht so, als würde mir jemand ein Stöckchen hinhalten, über das ich springen soll. Es fühlt sich eher so an, als würde mir jemand einen Knüppel zwischen die Beine schieben. Der Begriff Cancel Culture ist, das ist offensichtlich, zu einem Kampfbegriff geworden, der jede Differenzierung von vornherein ausschließt. Er besteht aus Cancel und Culture, zwei Wörter, die sich gegenseitig ausschließen. Dieser Begriff setzt außerdem voraus, dass es irgendeine Art von Automatismus gäbe, irgendeine Art von Kultur, in der bestimmte Dinge rein automatisch und undiskutiert verboten sind. Menschen, die da aufwuchsen, wo ich aufgewachsen bin, erinnern sich sicherlich noch gut an den Liedtext: die Partei, die hat immer recht. Es gibt Verbote, die werden in diesem Staat durch Gesetze geregelt. Alles andere ist auszudiskutieren. Zu diesen Diskussionen gehört selbstverständlich immer auch die Frage danach, wer welchen Zugang zur Öffentlichkeit und Training im Umgang mit ihr hat, wer über die machtvollsten Netzwerke verfügt, welche Stimme gehört wird, ob jeder Stimme ausreichend gleichberechtigt Raum eingeräumt wird. Ob etwas Cancel Culture ist oder nicht, ist definitiv die falsche Frage. Stattdessen sollte gefragt werden, welchen und wessen Interessen das, was da gerade geschieht, dient. Jetzt könnte an dieser Stelle etwas über die Geschichte dieses Begriffes gesprochen werden, darüber, wo er herkommt. Aber das passt nicht in ein 3-Minuten-Statement. Noch einmal, dass ich den Begriff ablehne, heißt nicht, dass Dinge, die in diesem Zusammenhang zur Sprache kommen, nicht diskussionswürdig sind. Als Fritz Teufel 1967 nach Demonstrationen vor Gericht von dem Richter aufgefordert wurde, aufzustehen, sagte er, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Jede Diskussion, die der Wahrheitsfindung dient, ist unbedingt notwendig. In meinem privaten Raum kann ich lesen und kann ich wahrnehmen, wozu ich Lust habe. Öffentlichkeit aber zeichnet sich dadurch aus, dass ich mich auch mit anderen Meinungen und Haltungen als der eigenen auseinandersetze. Dass Strategien von Dominanz wie absichtsvolles Beleidigen, Kränken, Beschämen da nichts zu suchen haben, dürfte klar sein.